wir haben uns solche Mühe gegeben. Es muss doch irgendwas geben, was du hier schön findest. Mich. Also die Linda ist ja auch sehr überzeugt von sich, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, die müssen einweichen, die sind viel zu hart. Ekelhaft. Nicht mit dem Finger da rein. Du hast doch einen Löffel, mach doch bitte. Ja, aber ich guck doch nur nach der Konsistenz, das kannst du nicht mit dem Löffel. Und es wird gewaschen, keine Angst. Aber ganz ehrlich, mit den Fingern finde ich das auch eklig. Ja, weiß nicht, ich habe noch nie mit den Fingern da Konsistenz prüft. So, jetzt eine ganz tolle Weisheit von Linda. Natürlich, hatte ich schon mal erzählt. Also natürlich ist es ja nicht. Deswegen habe ich zum Beispiel sowas wie eine 90-Tage-Regel. Aber was machst du, wenn die Sexualität nach 90 Tagen nicht stimmt, also nicht passt? Entweder nehme ich das trotzdem so an oder ich nehme es nicht so an. Verstehe ich jetzt nicht. Entweder nimmt es an oder nimmt es nicht an. Genau, es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Was verstehst du daran nicht? Für mich ist Sex eine Pflicht. Also das heißt sozusagen, sie nimmt es einfach so hin. Ja, mit Spaß oder ohne Spaß? Ich denke ja ohne Spaß, wenn sie so sagt, ja, ich sag Pflicht. Ja. Dass sie das versteht, dass es Tofu nicht explizit für euch ist. Doch, der ist explizit für uns. Das ist uns vorher gesagt worden, dass es immer ein Päckchen gibt, wo V für Vegetarier draufsteht. Weil das ist eure Entscheidung, ob ihr euer Fleisch esst oder nicht, so wie wir entscheiden müssen, ob wir Tofu mögen oder nicht. Aber es ist halt auch so, wenn ich jetzt etwas hätte, was nur ich essen kann und was die Vegetarier nicht essen können oder auch essen können, würde ich teilen. Nur mal so nebenbei. Nee, das können wir nicht teilen, weil es unsere Sachen sind, weil wir sonst nichts zu essen bekommen. Ihr kriegt ja Fleisch. Ich kann mich auch zum Vegetarier oder Veganer erklären. Dann musst du denen das sagen, dann wird es für dich mehr geben. Weißt du was? I don't give a shit. Ist schon okay. Also die Linda geht mir jetzt schon ein bisschen auf den Keks, ganz ehrlich. Also jetzt schon in der ersten Folge. Ja, die ist schon ein bisschen zickig. Ah ja, also ich meine, Vegetarier sind Vegetarier, nicht einfach, weil sie es kurz entscheiden und heute ein Tofu essen wollen, ja, und morgen wieder Fleisch essen wollen, ja. Also die finde ich wirklich unmöglich. Was macht ihr da? Wir machen das jetzt zusammen. Nein, Leute, nein! Was so nein? Weil Reis ein bisschen schneller fertig ist als Bohnen. Das habe ich vorher immer gesagt, habt ihr gesagt, wir machen es, wir kochen es zusammen. Nein, die kochen das separat in zwei Dingern. Wir haben keine zwei Dinger. Doch. Nein, haben wir nicht. Doch, haben wir. Ja, aber ich dachte, ich bin fürs Kochen zuständig. Die anderen haben Angst, dass sie wieder mit den Fingern drin rumpult und die Konsistenz feststellt. Deswegen wollten die schnell ihr zuvorgreifen und hatten alles in einen Topf. Aber das geht ja nicht. Bohnen brauchen ja wirklich viel länger wie so Reis. So sieht's aus. Der ist nachher Matschepampe. Oder muss einweichen. Wenn man sich Aufgaben Linda, auf... Es ist nein, doch nix, Linda. Ich hab doch ich rede ganz normal. Wirklich, ja, ich rede ganz normal. Du redest nicht normal. Den chill runter, einfach, okay? Sie ist die Chefin und sie hat gesagt, wir machen jetzt Essen. Ja, aber dann sag mir doch, Treffen. Dann guck mal, dann teilt doch die Worte nicht ein. Bitte. Nee, ich schrei dich nicht an, daran schreien ab, wie ich doch, rede. Ja, ich schrei dich nicht an. Aber lass Harald, alles gut. Komm doch runter, Linda. Komm, lass uns mal kurz durchatmen, Leute, hey. Oh mein Gott, die Linda geht ja ab wie Schmidts Katze. Was ist denn mit der los? Ja, aber es ist, Herr Schmidt kriegt, es gibt eine Chefin. Und normal Chefin bestimmt dann. Ich bin sprachlos. Zum Beispiel der Punkt jetzt, und ich weiß, die Menschen werden mich jetzt dafür hassen, dass ich das sage. Aus. Es ist sehr wichtig für mich, dass mein Partner eine höhere finanzielle Stabilität reinbringt in unsere Beziehung, als ich es tue. Bedeutet, dass ich möchte, dass wenn ich hier bin, muss mein Partner da sein. Naja, ganz ehrlich, wäre Frau, wäre das nicht recht, wenn doch mein Millionär wäre oder auf jeden Fall mehr verdient. Aber das so als Level, das so als Dings zu setzen, finde ich nicht okay. Ja gut, beim Bewerbungsgespräch dann erst einmal Kontostand. Ich bin auch immer noch die Kinder kriegt. Ich bin auch bereit, zu Hause zu bleiben. Ich bin bereit, meine Karriere zurückzustecken. Ich bin bereit, meinem Mann, wenn er nach Hause kommt von der Arbeit, ihm ein Bad zu machen, ihn zu massieren. Ich bin bereit, für ihn was Schönes zu kochen. Ich bin bereit, so viele Dinge zu tun. Es ist einfach unfair, das muss man halt einfach sagen, dass die Frau heutzutage alles machen muss. Also nicht nur arbeiten und man kann mir sagen, was man will. Die Hausarbeit meistens bleibt am Ende trotzdem bei der Frau hängen. Also da gebe ich Linda jetzt recht. Du könntest auch viel mehr im Haushalt machen. Da rege ich mich jeden Tag auf. Wenn er zu Hause ist, der Bruder, macht er gar nichts. Ja? Er geht den ganzen Tag arbeiten. Ich habe auch den ganzen Tag Stress, aber ich mache nur hier alles. Ja? Morgen muss man natürlich auch Teamwork. Ne? Es geht ja hier damit um unser Essen morgen. Und ich glaube, das meistern wir. Okay. Ich hoffe nichts mit Wissen. Warum? Ich will es einfach nicht verkacken. Das tut auch nicht. Ja, aber du vielleicht. Das war doch jetzt eine Klatsche. Ey, unglaublich, ist ja schon wieder der Mund voll. Nein. Natürlich. Also du willst sagen, dass ich ein bisschen doof bin? Nein. Also ich finde sie nicht doof, aber die hellste Kerze auf der Torte ist sie definitiv nicht. Aber was so bis Dings Sachen sind, die haben uns noch nicht unterhalten, dass ich jetzt deinen Wissensstand
bemessen kann, aber ich, was ich, wie ich bis jetzt gehört habe, war jetzt nicht super berauschend. Deswegen muss ich dir das sagen. Oh ja, okay. Ja, ich bin sehr doof. Das habe ich nicht gesagt. Ja, ich bin sehr doof. Okay, dann bist du doof. Ich will das machen, aber nicht mit ihr. So, weißt du, das denke ich mir die ganze Zeit. Ich sag aber nichts, ne? Ich muss ja auch damit klarkommen, dass ich mit dir gehen muss, oder? Wenn man in einem, weißt du, wir sitzen im selben Boot. Wenn du da irgendwo den Stöpsel rausziehst, das Wasser läuft vielleicht auf meiner Seite zuerst rein, aber es läuft bei dir auch rüber. Deswegen sollten wir uns das macht ja nicht. Auf jeden Fall so pein, aber manchmal ist es schwierig, wenn man gegen die Wand redet. Diese Frau, Linda muss Emma stinkt machen, ne? Das ist unglaublich. Nur wenn du nicht schreist. Du schreist Emma. Du schreist gerade. Nein, so, aber ich mach dich nur nach. Also zwischen Janina und Linda gibt's Stink. Also auf jeden Fall werden die keine beste Freundinnen mehr. Nee, aber Linda macht immer Stink. Aber Linda hat ja auch keine Feuerwache. Die hat sich verbeten, dass man sie heute stört. Was? Süße, braucht deine Hilfe. Tut mir leid. Ich schlepp mich da nicht hin, ich sag's dir. Also schon wieder ist Linda bei mir sehr unsympathisch. Ja, aber das ist ja dann praktisch auch wie ein Regelverstoß. Ja. Alle müssen das Feuer bewachen und sie nicht. Ja, eigentlich schon. Ist wieder gegen die ganze Gruppe. Kein Teamwork. Ja. Also sie setzt sich da nicht hin. Wo sind wir denn? Ich kann mich nicht freuen, wenn ich mit jemandem gehen muss, der mir auf den Sack geht. Ich will das nicht. Und das ist mein Wohlbefinden und mein gutes Recht, so empfinden zu können und müssen und dürfen. Ich darf das. Ich muss mal die Klappe halten. Situativ. Man will nicht die Klappe halten. Darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass... Ja, um was geht's jetzt eigentlich? Das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Aber irgendwie wird mir jetzt wieder unsympathischer. Kennt ihr das? Manchmal ist es so, ganz am Anfang, wenn es anfängt, Tag 1, da ist jemand total unsympathisch und der ist nachher dir total sympathisch später, wenn du ihn besser hier siehst. Vielleicht. Ja, aber das kenne ich schon so. Aber die jetzt, also jetzt wird sie mir wieder total unsympathisch. Wie gesagt, ich war eh nie ein Fan von ihr, aber jetzt wieder, boah. Weißt du, was ich meine, Janina? Vom Charakter her habe ich 0,0 überhaupt gar kein Problem, eigentlich mit dir auszukommen. Von meiner Seite, wenn ich dich verletzt haben sollte, in irgendeiner Form, tut es mir wirklich leid. Ja, ich fand es gestern Abend nicht gut, dass du mich als dumm abstempeln. Das ist nicht schön. Das macht man nicht. Ich verstehe das und ich akzeptiere das und ich entschuldige mich auch dafür. Angenommen. Danke, das freut mich, dass du es annimmst. Das ist wirklich ernst gemeint. Du hast recht, man macht es nicht. Die Hauptsache ist, du hast dich entschuldigt. Ja. Erstmal ein guter Zug von Linda, dass sie sich bei Janina entschuldigt. Ja, aber ich finde Linda eigentlich auch dumm, wenn sie sowas im Fernsehen sagt. Natürlich ist es nicht gerade toll, sowas zu sagen oder jemanden so zu betiteln. Das ist ja verletzend. Stimmt schon. Ja, aber dann sagst du, ich mag dich nicht. Fertig. Das ist auch verletzend. Ist aber was anderes, wie wenn du sagst, der ist dumm. Aber sie sagt ja, sie hat so kein Problem mit ihr. Mit dir? Sie sieht ja nur als dumm. Mir geht es nur darum, dass wir heute zum Talent gehen und lass uns jetzt darüber reden, wie wir das machen wollen. Ja. Also du hast von Schlangen und was alles im Wasser. Alles. Ich kann nicht schwimmen so. Ich hoffe, dass ich bin auch nicht der beste Schwimmer. Oh mein Gott, Leute, ist es anstrengend, diese Staffel. Jetzt geht es schon wieder los zwischen Linda und... Ja, ich dachte, das Thema ist jetzt durch. Ja, sie hat sich entschuldigt, es geht schon wieder los. Fangen sie wieder von vorne an. Aber meinst du, das ist nur einseitig? Jetzt mal wirklich, weil ich entschuldige mich sehr gerne, aber ich kann nicht verstehen, wie du nicht in der Lage bist, auch die andere Seite eines Menschen zu verstehen. Ja, ich verstehe dich ja auch. Ja, erklär mir doch, was ich verstehen soll. Ist egal. Du hast dich entschuldigt, alles ist gut. Jetzt sollten wir vielleicht... Nee, Janina, reden. Du kannst nicht einfach mal die Sachen abschließen, so wie Na, ich gerne möchte. Ja doch, das Thema ist abgehakt, weil du dich entschuldigst. Für mich fehlt aber deine Entschuldigung zum Beispiel. Was habe ich getan? Siehst du, das ist genau das, Janina. Ich habe dich nicht als blöd oder dumm bezeichnet. Du hast gesagt, okay, dann bin ich halt doof. Hab ich gesagt, okay, dann bist du halt doof. Wenn das für dich die logische Schlussfolgerung ist aus dem, was ich gesagt habe, dann bist du es, ja, wie du möchtest. Ich glaube, ich das kann 1 plus 1 zusammenzählen. Also. Ich habe dich nicht als blöd oder dumm bezeichnet. Aber ich habe dich trotzdem entschuldigt. Verstehst du, was ich meine? Für was soll ich mich entschuldigen? Janina, ich rede gegen eine Wand. Deswegen ist es für mich, ich weiß gar nicht, wir können es immer wieder machen. Für was soll ich mich entschuldigen? Okay, Entschuldigung. Ich weiß jetzt nicht, für was, aber ich entschuldige mich. Ich fand von dir nicht toll, dass du mit dem Finger in meinem Gesicht schüttelst und zu mir sagst, aber nicht schreien. Du schreist ja immer. In dem Moment schreist du gerade, wo ich mir dann denke, das gibt's doch nicht. Ja, weil du immer schreist.
Aber ich habe die nicht verurteilt. Doch, hast du. Aber Linda. Nein, Janina, ich habe die jetzt gerade. Hör mir mal zu. Lass mich doch mal bitte ausreden. Ja, aber ich darf ja gar nichts sagen. Du darfst doch natürlich, du hast doch die ganze Zeit auch die Chance gehabt. Ich höre dir doch auch zu, wenn du was zu sagen hast. Aber du willst doch verstehen, weshalb ich sauer bin. Jetzt redest du mehr als ich. Natürlich, aber das ist gerade, weil ich die ganze Zeit versuche, dir etwas zu erklären und du sagst dann am Ende, du hast nicht verstanden, warum. Weil du mich ständig unterbrichst. Nein, ich... Ach, Janina. Ich muss wirklich hier abbrechen, weil ich habe keine Lust mehr. Ja. Weil es bringt aber dann lass uns doch das Thema jetzt mal beseitigen. Ja, das habe ich ja gesagt. Ich mache den Haken dran. Ja, danke, habe ich doch schon 10-mal gesagt. Ich nehme deine Entschuldigung an. Ich habe auch Entschuldigung zu dir gesagt, wenn irgendwas war. Weißt du, guck mal, der Unterschied ist, wenn man Entschuldigung einfach ich so will sagt. Einfach jetzt über oder wenn man es tatsächlich über meint. Ich möchte jetzt einfach ehrlich Wir müssen nicht über die Prüfung reden. Wir gehen da einfach rein und fertig ist. Was müssen wir da jetzt reden? Boah, ey, wie kann man so nerven wie die Linda, echt? Ja. Ey. Aber jetzt ist ja gut. Aber abwarten. Wie lange hält es jetzt? Aber da hat sich jetzt die Janina wieder gut verhalten, finde ich. Ja? Also wo sie sagt, ja, ich entschuldige mich, aber ich weiß doch nicht warum. Die wollte halt einfach keinen Stress. Ja? Aber die Linda will, glaube ich, Stress. Die hört gar nicht auf. Die will nur Stress. Meine Prüfung heute, deswegen setze ich mir auch mein Ziel so hoch, einfach, dass ich 11 Sterne möchte. Aber wie geht das denn, wenn wir kein starke Team sind? Falsch verstanden, was ich gerade gesagt habe. Auf jeden Fall ist nicht so schlimm. Ich erkläre es dir gleich nochmal. Was war das jetzt? Jetzt geht's zur Schulprüfung. Linda und Janina ziehen ins Traumahaus. Okay. Kann dir nichts garantieren, wenn ich wieder zurückspringe, ne? Oder lass mich das lieber machen. Okay, danke schön. Das ist doch super. Oh, guck mal, da entwickelt sich doch sowas wie Teamgeist. Ich stehe direkt. Die Zeit läuft ab jetzt. Beutel. Jetzt hör auf doch, mich zu schubsen, dann komm ich da nicht rein. Linda, ich darf's leider nicht mit der Fliegenklatsche suchen. Ich muss die hinlegen, es tut mir leid. Also für das, dass Linda sich so angestellt hat und gedacht hat, die Janina macht es nicht gut. Also ich muss echt sagen, das ist doch jetzt, huch, schon wieder Katzner, das ist doch jetzt wieder Karma, oder? Weil die Janina macht es ja wirklich gut und die Linda hat jetzt furchtbar Angst. Und die Janina hat schon den Schlüssel gefunden und einen Stern haben sie doch auch schon. Genau. Ich hab den Schlüssel, Super. Voll ins Gesicht. Da ist ein Krokodil drin. Wo? Da drin. Aber die müssen doch in die Schränke reingucken, auf den Boden kriechen, hat doch der Bob alles erzählt. Also Dr. Bob, ja. Und ich habe vorher am Spiegel hinten schon einen Stern gesehen. Ja, irgendwie losen sie jetzt ab, ja. Also die, Janina. Nein. Linda. Bodo, warte doch. Tanja und Nanni. Die gucken nur nach sich, dass sie, was alles runterkommt, was ist. Also ganz ehrlich, wenn man ins Dschungelcamp geht, muss man wissen, dass so Sachen sind. Deswegen nochmals, ich würde da nie reingehen, nie im Leben, weil ich das alles gar nicht machen würde. Aber wenn ich dort reingehe, dann muss ich doch auch Teamgeist zeigen und da durch. Ich denke mal, wir haben... Du hast einen Stern. Aber es sind insgesamt 11 Sterne im Haus, ne? Aber nicht in diesem Raum, oder? Naja, es gibt aber nur 2 Räume. Mit dem Rest dieser Rechenaufgabe lasse ich euch mal allein. Und da drin ist bestimmt noch einer. Wunderbar. Boah! Ihr dürft auch Sachen aufmachen und reingucken übrigens, ne? Ich schrau mich so süß! Ich hab Angst! Bitte bleib bei mir! Was ist das? Ganz ehrlich, das sind beides die Hellste jetzt, oder? Keiner macht irgendwas, ja, die steht bloß rum und sowas echt. Also wenn ich da mitmache, muss ich doch ein bisschen... Da muss ich Gas geben, ja. Voll im Arsch rein, Digga! Das geht mir voll in die Knarre rein, Leute! Also mehr als die Hälfte ist um. 6! Okay, ich sehe aber gar nichts mehr. Wo ist der Schlüssel? Hier! Und ich habe den rein, noch nicht gesehen. Und die Anushka hat gestern gar nichts gesehen. Schön für Anushka! Vielleicht ist das besser, wenn man nichts sieht. Dann mach die Augen zu. Ah,
Ihr habt noch 5,5 Minuten Zeit. Ey, wenn noch was Großes geht, dann nicht rein. Ich sag schon mal jetzt. Okay, weil... Tatsächlich an. Ja. Oh mein Gott, jetzt genau daneben hängt doch ein Stamm. Ja, aber die sehen doch nichts. Die Brille ist doch zu. Geht's denn, Janina? Seh nichts. Das hattest du bereits erwähnt. Kannst du noch was fühlen? Und ihr wisst, ihr müsst beide zusammen in den... Kommst du bitte? Ich töten? Ah, ich glaube, die Spinne da. Nein, aber ich muss... Gut, Janina. Sehr gut. Weiter. Yeah. Okay. Ah, alter Schwede! Ist da ein Stern da oben drin? Weil ich sehe wirklich gar nichts mehr. Ich habe noch eine gefunden in dem Spinnendingchen. Wie viel hast du? Zwei! Okay, ich habe drei. Die haben 5 Sterne schon. Ja, die zwei. Die haben wirklich fast keine Zeit mehr und fangen jetzt an, die Sterne zu zählen. Das ist nicht denn ihr Ernst, oder? Die trödeln. Aber voll. Der eine Stern hatte ich gefunden, das weißt du. Ihr habt noch 2 Minuten. Ihr habt noch 2 Minuten Zeit. Kann man noch nicht voll ausnutzen. Ich hab was im Auge. Ja, okay, dann wollen wir raus. Ja, dann geh raus. Oder wo ich hinlangen soll oder was da als nächstes kommt. Ich hatte so Panik, dass sie das schon echt gut und souverän besser, definitiv besser als ich. Das ist nicht... Ciao, Janina, das war ein Kompliment. Ja, danke schön. Die dritte hat sie eingepackt. 3, 4, ich muss erstmal von den Ratten abschrauben. 5, ne? Ja. Oh, ich muss duschen gehen. Ja, ach, das, ich habe irgendwie viel Scheiße in meinen Schuh. Ja, aber da haben wir sie jetzt wieder. Die Linda gibt zu, dass sie Janina besser war. Ja, gell? Aber vorher so groß schreien, ja? Genau. War ja aber keine Wissensfragen. Ja, ja. Schade. Und die Linda sieht doch nichts mit der Brille. Warum läuft sie mit der Brille zurück ins Gell? Ich werde mich nie wieder in diesen Schuhen wohlfühlen. Das ist jetzt vorbei. Ja, glaubst du, ich fühle mich wohl. Ich will jetzt ja, los. Ja, aber jeder ist da anders, scheiße. Janina. Ich klebe wie scheiße, Mann. Jeder ist anders. Und es geht gerade nicht um Janina. Ja, aber das sind doch nicht deine Pantoffel. Das kannst du doch leider schon die nächsten Wochen. Ja, glaubst du, ich fühle mich wohl? Was glaubst du denn? Janina, ich steck doch im selben. Ja, aber ich steck doch im selben Haus. Ich weiß, bin doch im selben Scheiß hier. Ja, drin. Das stimmt, aber du hast nicht meine Gefühle. Verstehst du das nicht? Glaubst du, ich ekel mich nicht? Das ist doch aber dein Problem. Aber Linda, nein. Wenn du deine Schuhe anziehst, können wir nicht gehen. Kannst du einfach den Mund halten? Ist das möglich? Ist das dein Ernst, nachdem wir jetzt Scheiße gefressen haben? Natürlich. Ich habe beide Scheiße gefressen. Weil du nur Schuhe nicht anziehen willst. Ja, Linda ekelt sich halt extrem und das ist, bringt ja nichts. Es ist einfach Oh, Janina, bitte sei einfach leise. Du hast dich gerade selber geekelt. Ja, es ist ja auch alles ja, aber dann sag nicht Linda, sag wir ekeln uns. Ja, klar ekeln wir uns. Aber ja, nicht an Linda. Red mal Klartext. Wir ekeln uns, wir finden es beide eklig. Du meckerst, ich mecker. Punkt. Ich glaube, es wird Zeit, sich zu waschen. Okay. Sorry, aber die Linda geht mir schon wieder so auf den Sack, ehrlich. Man kennt sie doch nur so. Ja, aber jetzt ihre Gefühle sind natürlich schlimmer wie Janina ihre Gefühle. Ja, genau. Also, ey, versteh mal einer die Frau. Die sind doch beide im selben Boot im Moment. Nein, bei ihr ist es schlimmer. Red nicht mit mir. Also ganz ehrlich, 1000-mal lieber Janina als Linda. Ich meine, wie kann man so sein, ja, Leute? Ja, aber mit dem Gemotze wird es doch auch nicht besser. Da hilft jetzt nur Dusche und fertig. Ja, das hat Janina schon richtig gesagt. Also, dass ich so ruhig bleiben kann. Ja, was willst du machen? Ich wäre da, glaube ich, schon ausgeflippt. Hey. Also, symbolisch gemeint natürlich. Aber trotzdem, da brauchst du Nerven bei der Linda. Was ist denn mit dem Kameramann los? Man hat ja jetzt gar nichts richtig gesehen. Hätte also, schon gern, ha? Ah ne, ob die sich jetzt richtig waschen tut oder nicht, muss man ja jetzt wissen, bevor sie dann nachher wieder das große Motze anfängt. Ja, die motzt jetzt schon, die motzt die ganze Zeit, ich kann schon nicht mehr hören, hey. Junge, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann das schon nicht mehr hören, die Linda, die Stimme, das Gemotze. Ja, dann kriegst du ja Tinnitus. Also mich hat es überhaupt nicht überrascht, ich habe sowieso schon gesagt, dass wir vier sowieso auf der Abschlussliste stehen. Nein, ich sehe das nicht als Abschlussliste. Aber ja, das kann man so oder so ja, aber sehen. Das ist ein falscher Ausdruck. Das Positive an der Sache ist doch, dass ich nicht nur mit dir alleine bin, das ist doch toll.
Also wie kann man so gehässig sein wie die Linda? Jetzt stichelt die schon wieder. Echt, die fängt immer wieder an. Ja, die Janina macht ja gar nichts. Die hat kein Problem mit Janina, sondern die hat ein Problem mit sich selber. Ja, aber so, wirklich. So sieht's aus. Das ist ja, da wäre ich schon weggelaufen. Das, ja, du hast mich ja weglaufen sehen heute, ne? Also, man sieht... Sei mal froh, dass ich bei dir zusammen mit dir bei dieser Prüfung war. Okay. Wir haben ein tolles Team. Ja. Hast du ja noch was zu essen gehabt. Oh, bitte. Das war ein Team. Ja, ich habe da ja, auch ein bisschen Team, was gemacht. Was für ein Team? Oh Gott. Ich bin kein Team mit dir und ich werde auch niemals deine Freundin sein oder sonst was. Wir Janina, auch nie unterhalten. Ne, nie. Also warte mal, stopp eine Sekunde. Habe ich dir die Freundschaft angeboten? Naja, aber die Prüfung hat Janina wirklich besser gemacht. Ohne Janina wäre sie da gar nicht rein. Kommst du ja mal ehrlich, gut, die waren jetzt beide nicht super, ja? Ja, aber die Linda, die hat ja nur rumzappelt und geschrien, also... Ja, also ich finde es unmöglich. Dort entschuldigt sie sich noch und sagt, ohne sie irgendwie hätte es gar genau, nicht geschafft. Ja, jetzt große Klappe wieder, weil die anderen dabei sind. Ja, also das ist eine furchtbare Person, Leute, ganz ehrlich. Mädel, du hast... Nee, ich gebe dir zwei Sterne geholt. Ich habe mir zwei Sterne geholt. Du bist einfach ekelhaft. Sie hat die ganze Prüfung alleine gemacht. Oh mein Gott, wie kann man denn so ekelhaft? Ich habe ihren Arsch gerettet. Wenn ich nicht da wäre, hätte sie nicht mal einen verschissenen Stern gehabt. Sorry, Harald. Aber ich kann die nicht ertragen. Echt nicht. Unverkehrt. Ich sag mal meine Meinung, ja, immer so negativ. Ja, du bist ja auch negativ. Ganz kurz, du bist negativ, Mädchen. Leute. Du meckerst die ganze Zeit. Pass gut auf, was aus deinem dreckigen Mund. Du kommst nur Scheiße raus. Echt, nur Scheiße. Ich glaube, du bist Scheiße einfach. Nein, du bist Scheiße. Jetzt hast du mal kapiert, dass ich nicht diejenige bin, mit der du dich anlegen solltest. Und ich werde dir das sagen, was alle hier denken. Geh doch im Busch hast wieder zurück, du bist delusional. Du bist nicht normal in deinem Kopf. Ja, ich Frau bin klar, ja, Psychotante. Ich glaube, die Zuschauer sehen, wenn normal ein richtiger Psycho, Alter. Ach, du bist so geisteskrank. Ach, halt mal, bitte. Geh doch im Busch wieder. Ey. Geh doch im Busch wieder. Guck mal, racist ass bitch. Solche Aussagen sind scheiße. Geh doch im Busch wieder. Du befindest dich gerade auf meinem Territorium im Busch, bitch. Yes. Geh doch im Busch wieder, girl. Ja, sag girl, doch bye. Richtig, racist ass bitch. Ja. Ciao. Ciao, ciao. Ja, ciao. Geh doch im Busch wieder. Also wegen dem Spruch, geh wieder in den Busch zurück, wo du herkommst, ist ja. Janina jetzt aus dem Dschungelcamp geschmissen worden. Okay, ist vielleicht etwas oder ist rassistisch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment, wo die Linda sich so provoziert und Linda hat auch Bitch und was weiß ich viele Sachen gesagt. Ja, die hat ja nur geschossen, die Janina hat sich ja nur gewehrt, sage ich jetzt mal. Ja, und letztes Mal hat sie auf ihrer Sprache irgendwas gesagt, da Folge, weiß ich nicht, 2 oder 1 da, wo es ums Essen ging, weißt du, um das Vegan-Essen. Nicht, dass sie das jetzt böse oder mit Fleisch ist, aber wenn einer dich so provoziert, finde ich jetzt auch unmöglich, dass sie jetzt gehen muss. Dumm gelaufen. Ja, aber eigentlich Linda schuld. Eigentlich die schuld. Die sollte auch gleich mitgehen. Eigentlich beide. Dann können sie sich im Hotel weiter streiten. Ja, aber du kannst beleidigen, ne? Ja, aber nicht wegen Hautfarbe, Janina. Mädchen, ich werde aber nicht rassistisch. Ich werde nicht rassistisch, okay? Ich werde nicht rassistisch. Ach, ich bin dumm, verpiss dich und Bitch und bla bla. Weil du eine bist. Racist ass Bitch. Weißt du, sie hätte alles sagen können. Beleidige mich, mach alles, was du willst. Aber lass die Hautfarbe aus dem Spiel. Jetzt fällt Linda auch ein, dass es eine Beleidigung gegen die Hautfarbe war. Das hat ja die Jasmin Herrin gerade gesagt. Aber vorher hat sie nichts gesagt. Das hat ja Janina schon ein paar Mal jetzt zu ihr gesagt, hintereinander. Aber jetzt macht sie auf, ach, jetzt hat sie mich beleidigt. Also, sorry, es ist der Janina wahrscheinlich rausgerutscht, weil du sie komplett provoziert hast, Linda. Aber auf sowas von. Also das Kommentar mit Busch kannst du wirklich nicht zeigen. Janina, entschuldige dich für das Wort zurück im Busch. Das ist ganz, ganz, ganz schön. Ach so, und ich soll Bitch, Opfer und das alles nicht rassistisch. Ich kann Beleidigungen verstehen. Beleidigungen sind nicht schön. Ich beleidige auch, aber ich komme nicht auf die Hautfarbe eines anderen Menschen zu sprechen. Ja gut, aber für Linda ist das jetzt wieder gut. Jetzt kann sie auf Opfer machen. Ja, macht sie ja auch. Also nur mal... Zur Klarstellung, wir sind nicht rassistisch, überhaupt nicht. Ich sage nur, mir hätte das auch passieren können, weil die so provoziert, die Linda. Natürlich muss man sich dann entschuldigen, wenn einem das
so rausrutscht. Ja, das wird die denkt ja auch nicht drüber nach, die Janina, ja. Ja, denken ist sowieso. Okay, weiter. Ja, aber ich wollte es nur noch mal klarstellen. Ja. Wir sind nicht rassistisch und es geht natürlich nicht. Ich sag nur, kann jedem passieren in der Euphorie, in der Wut. Ich bin in der Situation, in der ich gerade bin, zum 100 Millionsten Mal. Das hier ist nicht neu für mich. Das heißt immer, das war nicht so gemein. Glaub mich, du hast es falsch verstanden. Das bestätigt also das, was ich über sie die ganze Zeit gedacht habe. Es tut mir wirklich sehr leid, wenn das rassistisch gestern rübergekommen ist. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, du kannst meine Entschuldigung annehmen. Ich hab's auf jeden Fall. Nimmst du meine Entschuldigung an? Ganz ehrlich, Janina, es tut mir wirklich leid, aber nein. Aber das finde ich jetzt auch gemein. Das war ja in der Euphorie und nicht so geplant, dass sie da hingeht und dass ihr sagt, hey. Ja, aber die Janina konnte sich ja nicht anders wehren. Der ist halt in dem Moment nichts anders eingefallen. Ja, sag ich doch, in der Euphorie. Und jetzt entschuldigt sie sich, weil eigentlich ist das ja eine Liebe. Ja, auch wenn jeder sagt, das wäre nicht die hellste. Na und, das können wir... Die Linda hat angefangen mit Schießen. Ja, genau. Und jetzt nimmt sie es nicht an. Aber hätte sie drinbleiben dürfen von RTL, wenn sie es angenommen hätte, die Linda? Wenn sie gesagt hätte, ja. Das ist die Frage. Wir werden es nie erfahren. Naja, wahrscheinlich müssen sie die rausschmeißen, da gibt es ja Regeln. Wobei, es gab ja schon viele Sachen, gell, Mobbing und sonst was. Okay, das war, glaube ich, ein anderes Format. War ein anderes Format. Aber ich habe mich entschuldigt. Finde ich gut. Aber das ist etwas, was ich nicht entschuldigen kann. Aber ich hab's gehört, registriert, dass du es gemacht hast. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass es von mir leid tut, dass ich es beleidigt habe, aber... Ich glaube, wir sollten es komplett aus dem Weg gehen. Das ist, glaube ich, das Einfachste für uns, dass wir uns nicht die ganze Zeit anpeifen. Ja. Das war wirklich nicht so gemeint. Ja, Janina, okay. Aber... Ja, es tut mir leid, das war nicht rassistisch gemeint. Ja. Glaubst du, ich bin Rassist? Also, hab was gegen schwarze Haut. Kannst du mich bitte gerade loslassen? Dankeschön. Nee, aber das ist ja nicht... Ja, es tut mir leid, aber ich bin da jetzt... Ich habe für mich gestern Abend schon so meinen Abschluss damit gemacht. Das ist wirklich... Ihr könnt mal so eine Umfrage machen, wie oft jemand sich dann anhören muss, das war aber nicht so gemeint. Wir müssen euch mitteilen, dass solche Äußerungen wie die von Janina nicht toleriert werden können. Janina muss das Camp verlassen. Ich finde gut, dass ihr eine Entscheidung getroffen habt. Ich finde es auch sehr gut. Ja, auch toll. Danke. Okay, Leute, solche Äußerungen gehen wirklich nicht. Ich wiederhole mich nochmals und nochmals, nochmals. Sie hat es wirklich, das glaube ich ja auch, nicht rassistisch gemeint. Ja, und ihr ist es rausgerutscht. Ich finde es jetzt auch nicht okay, dass ich die Linda so als Opfer hinstelle, weil die hat auch so austeilt, dass es halt der Janina rausgerutscht ist. Und dass die anderen nur sagen, ja gut, 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 finde ich jetzt auch nicht okay. Ja, die haben doch mitgekriegt, dass die... Also es tut mir jetzt schon vor... Die Janina auch ein bisschen leid, ganz ehrlich. Nochmals für alle, wir sind nicht rassistisch und es geht natürlich überhaupt nicht, solche Aussagen. Aber Janina... Eigentlich ist sie Liebe. Die hat es, ja, der ist es einfach, denke ich, ja. Haben wir ja schon tausendmal jetzt gesagt. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass etwas so gerecht gemacht wird und ich weiß nicht, wie ich da gerade umgehen kann, weil das ist echt, ich weiß nicht... Wir sind alle auf deiner Seite. Gesetzt. Du hast ein Zeichen gesetzt. Es geht so nicht. Das wird nicht mehr geduldet. Ja. Harald war ja so dicke mit Janina. Ja, aber ich meine, von denen hat jetzt gar keiner im Sprechzimmer gesagt, dass die Linda die praktisch komplett provoziert hat. Also. Ja, aber es ist schon Fakt, dass es eigentlich gar nicht geht, so eine Aussage. Ja, klar, es geht nicht, aber die hätten trotzdem sagen sollen, du, Linda, du hast aus alle Rohre geschossen. Ja, also, stimmt. Und also da muss man beide auf die Finger hauen, nicht nur der Janina. Gesagt, weil sie so sauer waren, Euphorie, aber trotzdem darf man das natürlich ja, nicht. Ja, aber die anderen im Camp haben gesehen, wie es abgelaufen ist. Ja, und das finde ich dann nicht fair gegenüber der Janina, dass die da gar nichts sagen. Ich finde es auch vom Erik nicht okay. Der Erik gleich so, ja, richtig, und der Harald auch. Das finde ich jetzt auch nicht in Ordnung, ja, weil ein bisschen was dazu sagen hätte sie auch können, ja, weil jetzt tut die Linda, vorher waren sie nicht so Fan von Linda alle irgendwie. Und auf einmal sind sie so, ja,